die Elbe im Norden von Sachsen. An der Grenze zu Brandenburg hat der Osten gerade sein blaues Wunder erlebt. Petra Walter fährt frische Brötchen aus und weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Das ist jetzt Sache der Politiker. Aber auf alle Fälle müssen sie das ja auch wahrnehmen, wie die Bevölkerung gewählt hat, und müssen auch darauf eingehen. Man kann es ja nicht ganz ignorieren. Also ich denke mal, das wird sehr, sehr schwer werden hier, auch die Bürger zufriedenzustellen für die Zukunft. Die AfD hat hier mehrere Direktmandate gewonnen, mit Ergebnissen weit über 30%. Sozialismus, Hallo. Wende, Kapitalismus, Veränderungen gab es viele. Und jetzt die Rechten? Die wollen was anderes, ein halbes Zweifelnbrot. Die wollen mal was anderes, aber da denken die nicht dran, dass sie die Radikalen wählen. Die wissen das nicht. Und 6 Weiße und 6 Schwarz-Dunkle. Sie finden das nicht so gut? Ich finde es nicht so gut, nein. Im Wahlkreis Nordsachsen 3 holte der AfD-Kandidat 43% der Stimmen. Die Stadt Torgau gilt eigentlich als Perle der Region. Häuser, Straßen und Menschen sind rausgeputzt. Daran kann es also nicht liegen. Jedes Volk hat die Regierung verdient, ja, bekommt die von der Regierung, die es verdient hat. Und ja, was soll ich sagen, Sachsen, ja? Ja. Es ist nun mal so gekommen. Verzweifelt wird nun eine Anti-AfD-Koalition gesucht. Vielen ist das ohnehin egal. Politikverdrossenheit als Demokratierisiko. Wir haben die DDR überlebt. Das schaffen wir. Ja. Das schaffen wir die Bundesrepublik auch noch. Das schaffen wir, oder? Ja. Mit der Fähre kommt man in Belgern ans andere Elbufer. Nach Brandenburg ist es nicht mehr weit. Moin, Kinders. Während die Wahlbeteiligung in Sachsen Rekorde erreichte, hat Fährmann Arnold geschwänzt. Ja, ich war noch nie in meinem Leben wählen. Und dadurch habe ich auch kein Recht, auf Politik zu schimpfen. Und weißt du, was das für eine Freiheit im Kopf gibt? Einmal frei. Meine Welt geht von hier nach da. Und da bin ich fertig. Ja, ich bin halt nicht so begeistert über die Wahl, wie es aus war. Auch Wahlhelfer am Sonntag. Da ist man schon bestürzt, was man dann so auszählt. Man kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich sag mal, grundsätzlich geht es uns in Deutschland allgemein nicht schlecht, finde ich. Nein, diese Wahlergebnisse über 30%? Nee. Weißt du, wir machen mal einen Deal. Ich will keine Politik. Keine Politik. Okay, alles klar. Da gibt es keine Politik, es gibt keine Wahlergebnisse, weil das ist eine saubere Fähre. Verstehst du? Politik ist eine Hure und die gehört einfach nie her. Ortrand in Südbrandenburg. In 2 Wochen wird auch hier gewählt. In den sächsischen Nachbargemeinden stimmten 50% der Wähler für die AfD. Die Brandenburger Blauen hoffen auf ähnliche Ergebnisse. Ihr habt mit 35,4% unserer AfD fürs EU-Parlament gewählt. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass hier eine AfD-Hochburg ist, Dunkeldeutschland. Ich würde sagen, im Osten geht die Sonne auf, oder? Vor allem hier. Dass mit der AfD keiner koalieren will, versteht hier niemand. Und die Brandmauer nach rechts auch nicht. Sachsen haben schon gewählt, so wie in Thüringen, wenn die AfD gewonnen hat. Und die brauchen noch einen, muss die CDU mit ins Boot. Ob die wollen oder nicht. Also in Sachsen genauso. Die AfD und die CDU an den Tisch. Ob die wollen nicht. Das ist nur gehopple, gemoge, von oben. Schlimmer wie früher. Wirklich schlimm sind heute nur die Verschwörungstheorien, die unwidersprochen die Runde machen. Folgendes, heute steht in Facebook drin, dass die 28 Abgeschobenen wieder in Deutschland sein sollten, beziehungsweise ein Richter erklärt hat, dass die wieder zurückgenommen werden müssen. Ist da was bekannt? Also das ist mir nicht bekannt. Es würde aber zu unserem Rechtsstaat passen, dass das so ist. Sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Carsten Hilse, der aus Sachsen zur Verstärkung gekommen ist. Also 30% kann man nicht wegdiskutieren, in Thüringen kann man nicht 33% wegdiskutieren. Und da gibt es ja auch einen massiven Vorsprung der AfD vor allen anderen. Und die auszuschließen, ist natürlich, geht am Wählerwillen vorbei. Nach der Migrationskrise kommt dann noch der zweite Wahlkampf Gassenhauer zur Sprache. Corona. Obwohl die Wahrheit rausgekommen ist und dass das eigentlich eine Biowaffe war, diese Impfung. Ich will Handschellen klicken hören. Das sind Verbrecher.
Also ein Großteil der Bevölkerung hat einfach mitgemacht, haben sich einfach in diese Diktatur quasi hineintreiben lassen. Man hat ihnen bloß genügend Angst gemacht. Und der nächste, die nächste Plandemie liegt garantiert schon in den Schubladen. Die nächste Plandemie. Man wird den Eindruck nicht los, dass die AfD schon darauf wartet.